Was bisher geschah. Hallo? Da! Wo bin ich hier? Ja, eine Insel. Eine Insel. Wie ist dein Name? Ich weiß es nicht. Wer bist du? Ich bin Captain Blaubart und ich bin ein Pirat. Pirat? Jo. Was ist mit mir? Oh, warum fühle ich mich so alt? Au. Oh. So, jetzt geht's mir definitiv besser. Guten Morgen miteinander und guten Morgen, mein lieber Partner. Hallo? Guten Tag? Hallo? Oh. Guten Morgen. Guten Morgen. Alles entspannt, alles gemütlich. Ich hatte gestern Nacht nicht so ein tolles Erlebnis, aber ich muss los. Ich habe keine Zeit. Es ist noch nicht morgen. Wieso ist es noch nicht morgen? Na, ich weiß nicht. Ich bin aufgestanden. Ich war in der Annahme, es ist morgen. Jetzt habe ich dich geweckt, aber es ist gar nicht morgen. Ich mache mir jetzt mein Boot. Ich mache weg. Du machst ja ganz bestimmt nicht dein Boot und fährst einfach so weg. Du verrückter Spinner, du. Ich habe mir mein Boot gemacht. Oh, da sind wieder... Die habe ich gestern schon gesehen. Hier sind so eigenartige... Nee, okay. Ich warte vielleicht doch noch ein bisschen. Ja, dann machen wir doch einen gemütlichen Abend hier, oder? Mit dir? Gemütlich? Ich weiß nicht. Na, wieso denn nicht? Ist das etwa nicht gemütlich? Willst du mir etwas sagen? Das ist nicht gemütlich, mir hier etwa rumzusitzen. Bist du heute Morgen auch aufgestanden mit so unglaublichen Rückenschmerzen? Nein, mir ist aber so schwindelig und... Oh... Mein Kopf. Alles okay? Was ist das? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Brauchst du Wasser? Brauchst du irgendetwas anderes? Kann ich dir etwas anbieten? Was? Masi. Hä? Was für ein Masi? Was sind das für komische Wörter, die du damit nutzt? Ich weiß es nicht. Ja, eben. Also, ich bitte dich zu benehmen, ja? Du hättest mich nicht wecken sollen. Ich hätte dich einfach nicht wecken sollen. Ganz einfach. Dann hättest du jetzt keine Kopfschmerzen mehr. Gestern hat mich so ein Skelett angeschossen. Ich glaube, das kommt noch davon. Dass dich ein Skelett angeschossen hat. Und jetzt brabbelst du verwirrte Wörter herum? Ja, irgendwas... Vielleicht ist es ja das Beste, wenn du von der Insel weggehst. Vielleicht bist du eine Gefahr für uns. Ja, für uns, für dich und mich und alle Monster, die es hier gibt. Mhm. Das kann doch nicht sein. Warum ist es denn noch dunkel? Ich werde mich jetzt da durchkämpfen. Ja, aber dann lass mich zuerst auch noch mein Schwert bereit machen. Wir haben kein Holz. Ich habe hier noch Holz. Oh. Ich bin der beste Schwertkämpfer der Welt. Ich schaff das der beste locker. Schwertkämpfer der Welt. Oh, nein. Ups. Hallo? Guten Tag. Was hast du das Gefühl? Du findest jetzt plötzlich jemanden auf der Insel, der vorhin nicht da war, oder was? Nein, lass mich. Aua! Ja. Mein Schwert. Pass auf, du. Aua. Mann, Gott, bist du gefährlich! Ja, warte, hier, Dings, Blaubarsch, ich bin weg. Was denn? Wohin gehst du denn? Doch nicht mitten in der Nacht. In meiner Kneipe. Es ist noch nicht mal warm. Blaubarsch, ich wünsche dir noch was. Tschüss. Nein, warte, ich kann dir beibringen, wie man kämpft. Wie man kämpft, besser als jeder andere, den du je gesehen hast in deinem ganzen Leben. Ich kann dir zeigen, wie man professionell kämpft. Ich kann dir zeigen, wie man gegen andere Piraten kämpft. Ich kann mit dir die ganzen Weltmeere beherrschen und die ganze Welt erforschen. Nur du und ich, wir zwei, verstehst du das? Du und ich, wir zwei sind richtig stark, wenn wir das tun. Was zum Teufel? Hä, ich habe doch ganz normal gekämpft. Was war denn los? Meine Handbewegungen waren definitiv nicht so, wie ich sie in Erinnerung habe. Hä? Hallo? Und wo zum Teufel ist überhaupt nie raus? Nie raus ist sein Name. Langsam verstehe ich's. Hä? Aber warum zum Teufel heißt der nie raus? Was ist denn das für ein komischer Name? Naja, und vor allem frage ich mich, warum zum Teufel ich seinen Namen kenne. Er weiß es ja sogar selber nicht. Und er hat mich irgendwie auch komisch genannt heute. Irgendetwas stimmt mit ihm nicht. Komm, ich gehe das jetzt abbauen. Oder vielleicht...
Wir haben zwar zwei Schafe, aber wir haben sowieso keine Dinge. Wenn ich Glück habe, könnte ich eventuell... Nee, wir sollten warten, bis wir eine Schere haben. Und sobald wir eine Schere haben, rasieren wir diese Schafe. Dann können wir uns ein gemütliches Bett hier hinbasteln. So. Eins, zwei... Gott, ich fühle mich aber irgendwie auch alt, muss ich sagen. Oh. Oh, nee, irgendwie... Keine Ahnung. Ich bin jung, ich bin gemütlich, ich bin unproblematisch und meine Namen mache ich auch alle Ehre. Und wenn er das Gefühl hat, er könne einfach so seine Welt durchleben und so tun, als wäre er der Beste überhaupt und er bräuchte mich nicht, na, dann von mir aus. Aber wir wissen natürlich alle, ich bin, also er ist nichts ohne mich. Ich baue dieses Schiff, diese Insel, baue ich zum größten Schiff dieser Welt. Diese Insel wird mit mir zusammen die ganze Welt erobern. Und dafür müssen wir nicht wirklich viel machen. Dafür müssen wir nur ein ganz gemütliches Häuslein bauen. Vielleicht sogar ein ganz kleines Prinzessinnentürmchen. Und dann sehen wir die ganze Welt von oben. Ganz gemütlich, wie sie an uns vorbeifährt. Aber warum zum Teufel will er mir nicht helfen? Ich verstehe es nicht. Ich bin hier, ich bin da für ihn. Und trotzdem will er mich nicht unterstützen bei den ganzen Dingen. Aber ich bin doch nur da für ihn. Nur da. Ich habe ihm doch angeboten, dass ich mit ihm sogar die ganze Kampfkunst erlernen werde. Ich kann ihm sogar beibringen, wie man kämpft. Die Theorie ist nicht schwer. Ausweichen. Links, rechts, draufkloppen, so schwer man kann. Oh, das gibt solche Dinge. Das gibt solche Dinge. So, wohin müssen wir? Ich würde sagen, wir basteln uns da durch, damit ich das abbauen kann. In dem Fall muss ich aber vielleicht einen Erdblock platzieren und doch irgendwie vielleicht ein bisschen Holz. Ist das der letzte Block? Ist das die Frage? Ja, das war der letzte Block. So, abbauen und da können wir ganz langsam anfangen mit unserem wundervollen Bereich, unserem Schiff, unserem Hafen, was auch immer. Und es wird schon wieder dunkel. Kaum auferstanden, aufgestanden, tut mir leid dann. Oh Mann, mein Deutsch. So, wohin bauen wir was? Also, ich würde sagen, wir bauen hier eine ganz gemütliche Hütte hin. Wollen wir unsere Hütte bauen? Ja, bauen wir unsere Hütte aus. So, da. Mal gucken, ob Niraus zurückkommt. Wenn Niraus zurückkommt, erwarte ich von ihm eine Entschuldigung. Und wenn er nicht zurückkommt, dann werde ich böse auf ihn sein. Sehr sogar. Sehr böse, genau. Ich werde ihn finden und ein ganz, ganz böses Wörtchen mit ihm sprechen. Ich werde ihm nicht erlauben, nochmal einfach so den Bereich hier zu verlassen und nicht mehr mit mir zu reden. Das finde ich nämlich sehr, sehr frech. So. Ich würde sagen, ich baue das hier ein bisschen runter. Da können wir nämlich ein schönes Gebäude hinbauen. Und dann später vielleicht noch eins oben drüber. So als Aussichtsturmgebäude. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Oh, ohne diesen Niraus wird es jetzt hier ziemlich langweilig. Und langsam. Oh, mein Kompane. Mein armer Kompane. Oh, damals war es lustig mit... Was für ein damals? Moment. Hä? Ich erinnere mich gerade... Nein, das kann nicht sein. Er und ich, nein, das haben wir niemals gemacht. Wir waren nie, als ob wir eine Katze besessen hätten. Eine eigene Katze. Nein, wir sind doch erst seit einem Tag hier zusammen. Es kann gar nicht sein, dass er und wir uns kennenlernen. Um Gottes Willen. Wir zwei, wir sind noch gerade so frisch miteinander erst zusammen kennengelernt, miteinander geredet und ich sollte aufpassen. Ich müsste irgendwo Kohle finden. Das wäre vielleicht sogar gar keine schlechte Idee. Ich baue jetzt mal da das Haus ein bisschen zu. Den Eingang definitiv, weil dieses kleine Monsterchen soll hier nicht noch einmal durchspringen. Das war jetzt ziemlich unattraktiv, als er das letzte Mal hier einfach durchgesprungen ist. So. Bauen wir hier den Weg so. Und dann gehen wir ein bisschen tiefer. Und sobald wir dann sehen, was alles aufgebaut wurde, genießen wir das Leben mit einem ganz, ganz gemütlichen Klatsch. Einen Klatsch auf den Popo. Genau, ganz einfach. So, aber ich habe das Gefühl, es ist dunkel. War das ein Schaf oder war das etwas Unheimliches? Ich weiß nicht, ob ich das Schaf einfach töten soll und ein Bett draus machen, um zu schlafen. Okay, nein, wir warten jetzt. Wir warten die Nacht durch. Vielleicht kommt Niraus zurück. Vielleicht schlafe ich auch ein, währenddem wir hier die ganzen Sachen abbauen. Aber wenn er und ich wir beide hier diese ganze Insel ausbauen würden und wir die Möglichkeit hätten, zusammen, weil wir die Insel ausbauen, eine wunderschöne Welt aufzubauen und mit dieser fahrenden Insel dann durch die ganzen Weltmeere zu fahren, oh, das wäre traumhaft. Wir wären das stärkste Team überhaupt. Ich, der Name Blaubart, der
einzige Name, der in allen Geschichtsbüchern stehen würde, als der Kapitän mit dem wunderschönsten Bart dieser Welt. Der Kapitän mit den schönsten Menschen, die mit ihm zusammen auf die See fahren. Denn Kapitän Blaubart und seine Crew sind die einzigen und sie reisen im Nu. Wuhu! Ich würde sagen, das ist ein ziemlich schlechter Slogan, den ich gerade erfunden habe. Ich sollte, glaube ich, einen anderen Slogan verwenden. Aber egal. So, schließen wir das. Schließen wir auch hier den Eingang und schlafen wir.